Ja, mit riesiger Brille im Kinosessel findet man sich inzwischen in jeder zweiten Vorstellung wieder. Mittlerweile werden ja auch ganz normale Spielfilme schon in 3D gezeigt, weil es einfach so schön ist. Aber Vanessa Kockegei nimmt uns jetzt mit an einen Ort, an dem das Ganze noch einen großen Schritt weitergetrieben wird. Ihr Ausflugstipp nimmt uns mit in ganz andere Welten, für die man eine noch größere Brille braucht. Wow, also ich war gerade in völlig verschiedenen Welten, erst in Afrika neben Löwen, danach in einem Raumschiff. All solche virtuellen Realitäten kann man während der Berlinale im Marriott Hotel im VR-Cinema erleben. Einziger Haken, hier kommt eben nicht jeder rein und ich zeige Ihnen heute, wie Sie auch ganz ohne so eine Akkreditierung VR erleben können. Doch vorher holen wir uns noch Begleitung. Der Buchhändler Christian Koch aus Kreuzberg lebt nämlich eher in der analogen Welt und hatte, anders als ich, noch nie eine VR-Brille auf der Nase. Unser Ziel, die VR-Lounge in den Potsdamer Platzarkaden. Die ist für jeden zugänglich und bietet statt Kino VR-Spiele an. Es ist immer Bewegung dabei, es sind alles Stehplätze mit Controllern. Ich habe immer irgendwas zu tun, bis dahin, dass ich also dann irgendwann ins Schwitzen komme tatsächlich. Es gibt genug Spiele, die sehr anstrengend sind. Wenn man etwa über eine Planke in mehreren hundert Metern Höhe balancieren soll. Hilfe, da steht noch jemand mit mir auf der Planke. Wer ist das? Ich lasse gerne Vortritt. Soll ich jetzt mal ein Stück nach links vorne gehen oder sowas? Das kann ich nicht. Machen wir. Nee, ich trau mich doch nicht. Ach, los. Könnt ihr mich nicht einfach schubsen? Warte. Oh, Wahnsinn. Also ich bin wirklich echt geflasht. Man hat einfach kein Fallgefühl, weil man geht ja einfach nur einen Schritt nach links und steht immer noch auf dem Boden. Total surreal. Ich fliege über einen imaginären Potsdamer Platz. Gleichzeitig sehe ich Berge, was etwas ungewöhnlich ist. Potsdamer Platz? Na ja, nicht so ganz. Mit VR kann man mehr sein als nur Zuschauer. Man wird Teil des Geschehens. Auch deshalb konzentriert sich die VR-Lounge bewusst auf die Spielewelt. VR-Games sind was ganz anderes, als wenn ich am flachen Bildschirm spiele. Ich bin voll in der Immersion, so nennt man das. Ich habe ja auch gemerkt, man denkt plötzlich, man steht irgendwo drauf, man denkt, man fliegt durch die Gegend und man realisiert irgendwann gar nicht mehr, dass man trotzdem nur auf dem flachen Boden steht. Beim Lasertag schießen wir mit Laserstrahlen auf unsere Gegner, ohne Blut natürlich. Das Spiel Tower Tag ist ja auch ab 12. Zum ersten Mal in der virtuellen Welt, wie ist das für einen Buchhändler so? Ich hatte es mir so nicht vorgestellt. Ich dachte, das ist simpler, das sind andere Effekte. Das ist so räumlich, so wahr, das ist beeindruckend. VR-Kino, das gab es ja nicht für jeden auf der Berlinale. Aber ich persönlich finde es sowieso besser bei VR, wenn ich nicht nur Zuschauer, sondern auch Spieler bin. Wenn Sie sich auch trauen, die VR-Lounge in den Potsdamer Platzarkaden ist montags bis samstags geöffnet von 10 bis 21 Uhr. Aber nicht vergessen, manche VR-Spiele sind nichts für schwache Nerven.